So. Eigentlich müsste ich mir das Gold da auch holen. Aber das ist ein bisschen später hinzukommen. Ja. Da später hinzukommen. Das ist Silber und Rubine. Silber haben wir, glaube ich, schon genug. Würde ich aber mal behaupten wollen. Ich weiß nicht, was ich mit Gold alles machen kann. Ich springe einfach mal rüber, weil wir kriegen eh keinen Fallschaden. Ich muss mich dran gewöhnen, die Kamera nicht ganz so scheiße zu positionieren, damit man auch besser sehen kann. Ich muss gerade kurz gucken, ob ich überhaupt Thumbnails aufnehme. Nehme ich auf. Ich habe nämlich so ein extra Programm, das alle jede Sekunde, besser gesagt, alle 1 Sekunde ein Thumbnail macht. Das ist ein ganz schön großer Zombie, den sollten wir vielleicht weghauen, weil das gibt vielleicht was. Also jede Sekunde wird ein Thumbnail gemacht. Und die kann ich mir dann raussuchen und daraus ein Screenshot meine ich natürlich. Daraus wird ein Screenshot gemacht alle Sekunden, jede Sekunde. Und aus den Screenshots kann ich Thumbnails herstellen. So wird ein Schuh raus. Danke. Ich bin ja jetzt nicht immun gegen Gift. Oh meine Güte. Wo bist du? Ich weiß nicht, wie viel Leben du hast, weil mir wird das nicht angezeigt. Okay. Okay, du hast noch einen Zombie gerufen. Es wird auch langsam dunkel, also werden wahrscheinlich jetzt auch Geister kommen, die mir auf den Keks gehen. Was haben wir denn da? Ein Stärkering. Was kann der denn? Dieser robuste Ring macht die Muskeln seines Trägers munter. Das ist 5 Angriff. Habe ich irgendwie was, wo steht, dass ich eine häufigere Crit-Chance habe? Irgendwie so ein Glücksstatus oder sowas. Ich nehme lieber 5 mehr Schaden die ganze Zeit machen, als ab und zu mal glücklichen Treffer. Aber das ist eigentlich was. Ah ja, doch, na klar, hat es was gebracht. Das hat mir den Ring gegeben. Den Stärkering. War gerade am Überlegen, was es mir überhaupt gebracht hat. Hier kommen ganz schön viele Skelette, ne? Sind hier auch. Ist hier irgendwo Gold? Muss sowieso, glaube ich, nach oben, deswegen. Oder wo muss ich hin? Ich benutze dieses Feature so kaum, aber da sieht es aus wie der Baum Yggdrasil. Da kann man was aufschließen. Ah, ich gehe einfach hier über den Friedhof. Was kann schon passieren? Außer Zombies. Oh, da ist eine Höhle. Zombies und Skelette. Ich gehe erstmal in diese Höhle, in diese wunderschöne. Das ist ein Gegner, das sehe ich doch. Ein Bimmstein. Ich weiß nicht mal, wie dieses Meme ging. Hallo, Ibims? Ich glaube, so war das, ne? Geht weg. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ich hau einfach mit Dreieck drauf und dann passt das schon. Dann nehme ich nochmal einen von denen und dann hau ich hier ganz gemütlich das Zeug aus der Wende. Okay. Okay. Ja, ich hole noch das Gold. Silber habe ich, glaube ich, genug, habe ich schon gesagt. Gut. So. Und ein Sofa. Ich
baue das nur ab, damit ich weiß, dass ich das, dass ich in dieser Höhle schon war. Erstmal heilen und dann nur noch eine Pflaumenbeere essen. Und dann das Schwertchen rausholen oder den Degen. Falkenklinge. Also noch sind hier keine Zombies oder Gegner oder sonst was. Da drin kann ich laufen. Sollte ich hier drin laufen in dem Wasser? Weiß ich nicht. Vergesst immer, dass die manche dieses Skelettkrieger respawnen. Natürlich nicht alle. Hörst du mal auf mit deinem Giftscheiß hier? Meine Rüstung geht langsam wieder kaputt. Kann es sein, dass die Rüstung, die ich trage, einfach kompletter Müll ist? Also, dass die eigentlich gut, also gute Werte hat und so, aber dass die einfach nichts aushält. Meine Güte, hier sterbt mal alle. Gut, ich habe so viele Leute getroffen. Okay, der Geist ist jetzt weg, weil Nacht vorbei, aber die gehen mir hier alle so auf den Knispel gerade. Okay, da sollte ich weitergehen. Wieso gehe ich dann in die Richtung? Ja, weil ich gucken will, ob dahinter irgendwas ist. Also hier hinter der Erde, aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Erstmal eine Pflaumenbeere. So, meine Güte, ist das hier ein Packgebiet. Die ganze Zeit kämpfen und so. Also das Kämpfen ist jetzt nicht ganz so langweilig, wie ich gedacht habe am Anfang. Dass man halt die ganze Zeit nur die Dreieckstaste drückt und dann nichts anderes, weil es... Oh, Kacke, meine Rüstung ist kaputt. Warte, war das überhaupt die... Oh nein, ich bin am Sterben. Sollte mal auf den Weg gehen. Und dann... War das überhaupt die gute Rüstung? Ja, das war die gute Rüstung. Gut. So viel zu der guten Rüstung. Die wir uns sorgsam zusammengespart haben, damit wir eine gute Rüstung haben. Die hält halt nicht viel aus. Ich brauche so einen böser Wolfspelz auf jeden Fall. Wo auch immer ich die herkriege. Den herkriege. Den Pelz. Den brauche ich. Oh, meine Güte. Weil... Die metallene Rüstung hält, glaube ich, ein bisschen mehr aus als hier diese Stofffetzen, die ich andauernd trage. Dann gehen wir hier mal lang. Kommt man eigentlich von hier aus zum... Ah, du siehst aus wie ein böser Wolf. Ich will stürten. Gib mir deinen Pelz, du. Ja, besser Wolfspelz. Ich brauche, glaube ich, 2, um genau zu sein. Das ist kein besser Wolfspelz. Seid hier noch mehr von euch? Seid hier noch mehr von euch? Ich Deutsch auch sprechen können. Ich glaube. Stellt euch mal vor, eine ganze Folge so wie Yoda ich sprechen würde. Oder so wie gerade ich sprechen würde, so komisch Deutsch nicht sprechen kann. Das würde mich ja selbst ein bisschen nerven. Komm, hau drauf, damit ich aufwache. Stell dir mal vor, du wirst eingeschläfert, während du am Sterben bist. Du hast nur noch ein KP oder so, oder nicht mehr wirklich viel KP, und dann schläferst du ein, und kommt einer an und haut dich einfach kaputt. Kaputt! Das wäre einfach nicht so nett. Komm,
Ich weiß, dass du ein Zombie bist. Fall um. Du auch. Damit ich euch weghauen kann, damit ich hier die Hütte reparieren kann. Weil das ist sowieso gleich wieder Nacht. Dann kann ich hier immer schlafen gehen. Einen Raum gebastelt. Geld und schlafen, weil ich warte nicht, bis es Nacht wird oder komme hier wieder zurück oder so. Schwachsinn. Okay. Auf geht's, Alter Peter. Ich esse mir nochmal eine Pflaumenbeere, dann haben wir sie auch aus dem Inventar raus. Aber durch dieses mächtige Tor schreiten würde ich erstmal diese kleine Höhle hier reingehen wollen. Weil Höhlen können immer was Gutes heißen. Und meistens sind da auch keine Monster drin. Das ist so eine... Da hatten wir schon mal eine Höhle mit Monstern drin. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Höhle war, über Undertale oder so einen Quatsch geredet habe. Und dann... Oh, hier ist offen. Und dann kamen da ganz viele Hämmerlinge. Ah, die kamen von draußen, also war nicht wirklich in der Höhle. Aber trotzdem... Ich hoffe, ich habe mehr als nur ein böser Wolf-Spells. Weil das wäre schlecht. Nochmal die Falkenklinge. Da war, glaube ich, mal das Gold, was wir da abgegraben haben. Das nehmen wir dann doch. So. Ah ne, warte. Ich kann mal kurz gucken, was hier ums Eck ist. Ja, hier ist ein Golem. Moin Golem, ein goldener Golem. Aber der hält ja nichts aus. Der gibt aber auch nur ein Gold. Oh, da ist eine Burg oder so. Dann gehe ich mal zur Burg. Oder so. Ist das ein Rätsel oder... In das Monument wurde eine Nachricht eingraviert. Ich bin Talamus, der Allwissende. Mögt ihr, die ihr über Weißer verfügt, eure Bilanz zur Schau stellen. Ich habe 3 Reste auf diesen Inseln hinterlassen. Wenn ihr jedes Geheimnis gelüftet habt, so kassiert ihr einen Beweis für eure Taten. Okay, ich habe diese Rätsel nie gemacht, deswegen mache ich da auch nicht weiter. Also ich muss da wahrscheinlich irgendein Item da hinlegen oder so, was ich von diesen Rätseln bekommen habe. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen, aber ich habe keine Rätsel gemacht, nie gefunden, deswegen auch Wayne. Teleports behind you, nothing personal, Kid. Dummes Meme, aber ich muss das mal aussprechen. Lustig irgendwie, aber dumm. Was sind das denn für Dinger? Da ist der... Oh, Yggdrasil sieht ein bisschen schlecht aus. Sieht ein bisschen ungesund aus. Bevor wir in Yggdrasil uns reinbauen oder ein Tor suchen, das da offen ist, würde ich erstmal hier hingucken gehen. Sah interessant aus, war aber dann am Ende des Tages auch nichts. Seid ihr auch Raubraupen? Oder Räuberraupen? Räuberraupen hießen sie, ne? Aber sie können nicht paralysieren. Oder auf jeden Fall scheint das erstmal so. Kann sein, dass mein Schwertchen zu schwach für ihn ist. Dann nehme ich halt das Schwertchen. Mann! Was denn, du Kackvieh? Da mache ich noch die Fledermaus hier weg. Vor lauter Effekten wusste ich nicht, in welcher Richtung ich gerade geguckt habe. Ich glaube, ich muss hier hoch, weil ich laufe trotzdem mal drumherum. Sieht fast so aus wie den Baum, den ich mal in Minecraft gebaut habe. Der war auch so eckig. Weil Minecraft. Und
ich zu dumm bin, irgendwie Bäume zu bauen, die irgendwie ein bisschen schön aussehen. Also ich habe auch mal in Minecraft einen hässlichen Baum gebaut. Hab die Folgen, also die Videos existieren noch, aber sind auf YouTube nicht Pflaumenbeerenholz, okay? Sind auf YouTube nicht freigeschaltet. Beziehungsweise ich habe sie auf privat gestellt. Und ich werde sie auch nie irgendwie nicht mehr auf privat stellen. Also veröffentlichen würde ich die nicht mehr. Weil nicht wegen den Videos mit dem Baum direkt. Weil ich weiß gar nicht, was ich da gelabert habe. Also allgemein habe ich da ziemlich viel Käse während des ganzen Minecraft-Let's Plays erzählt. Und das ist mir irgendwie dann unangenehm geworden. Und dann dachte ich, ich mache das ganze Let's Play einfach auf privat und Feierabend. Ist da jemand? Oder bist du ein Zombie? Ich nehme mal meine Klinge raus. Und mir noch was vorher snacken. Deswegen rede ich auch nicht mehr so viel über mich persönlich, weil da habe ich zu viel persönliche Sachen gesagt in dem Let's Play und das war mir irgendwie wieder unangenehm. Am Ende des Tages, wer bist du denn? Ich bin Thalamus, der Allwissende. Ach du, okay, ich dachte, du bist eine Frau. Es ist ein Wunder, dass ihr mich sehen könnt, aber weil du ein Geist bist. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Ihr seid der Erbauer, der lange verheißene Gesandte Rubis. Nun, Erbauer, was hofftet ihr, in diesem verfluchten Land zu finden? Es gab eine Zeit, dass sich alle Guards Allerheiligstes an diesem Ort befand. Das Heiligtum die sakralste aller Stätten. Und die teuflische Streitkraft dieser Drachenfürsten legte die Halle in Schutt und Asche. Nicht ein einziger geheiligter Stein ist noch davon übrig. Und doch sproß aus jenem heiligen Boden dieser große Baum, der von der lebensspendenden Macht durchdrungen ist, die der Tempel hinterließ. Heute aber ist sogar der mächtige Yggdrasil beinahe vollständig verkümmert und leblos. Seine Kräfte wurden ihm von den Menschen ausgesaugt, die sich seine Energie zunutze machten, um zu überleben. Ich frage euch erneut, aber was ist es, das ihr hier sucht? Ein Heilmittel für die Seuchen Rimula vielleicht? Oder wollt ihr die Finsternis vertreiben, die den Himmel bedeckt? Beides. Weder noch, ihr wollt nur eure Freundin herretten? Es hat mir schwer zu glauben, dass so eine triviale Aufgabe in dem Bereich, die als Abgesandten der allmächtigen Rubis persönlich fällt. Nun gut, aber ich bitte euch, lehren, den Transmutationstisch zu bauen. Sobald er gebaut ist, müsst ihr nur eine Knospe des heiligen Blattes sammeln, um die Arznei zu fertigen, mit eurer Freundin geheilt werden kann. Ich habe das letzte heilige Blatt an mich genommen und in einen sicheren Tresorraum verwahrt. Leider ist der Schlüssel zu dem Raum verrostet und zu Staub zerfallen. Doch bestimmt gelingt euch ein Weg zu finden, die Tür zu öffnen. Leb wohl, Erbauer. Ich kann es kaum erwarten, die Welt zu sehen, die ihr errichten werdet. Thalamus, war das nicht der Rätselfuzzi? Transmutationstisch, Fertigungsstatue, eine wunderliche Werkbank, die in der klandestinen Kunst der Alchemie Verwendung findet, kann zur Herstellung von Arznei verwendet werden. Plus 500. Okay, dann muss ich diese Rätseldinger finden. Shit. Ich verschwinde mal von hier kurz. Geh zu Gerontius, sag ihm, dass wir so einen Tisch jetzt bauen können. Wenn das schon reicht, oder muss ich den Tisch schon bauen? Ja, das reicht. Ich baue ihn aber trotzdem schon mal. Was brauche ich denn Feines dafür? Ja, Transmutationstisch. Da brauche ich reines Wasser, flüssiges Silber und Kräuterkessel. Ich weiß nicht, ob ich den Kräuterkessel noch brauche. Was brauche ich denn für den Kräuterkessel? Blauer Glibber, den ich nicht habe. Dann gehen wir mal kurz blauen Glibber besorgen, der ist ja nicht schwer. Dafür nehme ich aber dieses Schwert, weil die Falkenklinge dafür zu krass ist. Wieso liegt hier einfach Zeug rum? Genau wie hier, wieso liegt die Erde rum? Da haben wir den blauen Glibber, aber das ist mir zu wenig, um ehrlich zu sein. Deswegen. Oh, es wird Nacht. Ich mache noch die vier Schleime hier weg. Das war kein blauer Glibber. Danke. Das Vieh haue ich auch nochmal schnell zu Klump. Okay, das war dann doch schwächer als gedacht. Weil die
die meine Stadt angreifen, Rimulda. Also so heißt die Stadt. Die Viecher sind ein bisschen stärker, deswegen habe ich jetzt auch damit gerechnet, dass das Vieh ein bisschen stärker ist. Okay, wieso liegen hier überall Sachen rum? Warte mal, dann mache ich noch ein... Erstmal gehe ich schlafen, das mache ich erstmal. So ein Krempel, ey. Muss ich so ein bisschen frickeln, damit ich schlafen konnte. Damit ich nicht das lese, was da steht. So, dann machen wir erstmal so einen Kräuterkessel. Ich weiß nicht, ob ich den Kräuterkessel, den ich jetzt habe, benutzen könnte. Und dann kann ich am Transportationstisch sowieso... ich lege jetzt mal die Sachen ab, die ich nicht mehr brauche. Naja, hier den Pelz, den lege ich auch mal kurz ab. Dann Transmutationstisch das machen, was ich auch am Kräuterkessel mache. Okay, da habe ich den schon hergestellt. Dann stelle ich mir noch mal ein bisschen Rüstung her. Weil mit dem Kack will ich hier nicht rumlaufen, um ehrlich zu sein. Silberschild, da brauche ich immer noch den Saphir für, aber ich stelle mal zwei, oder brauche ich zwei Kettenpanzer, ich weiß nicht, wie lange die halten. Der ist zwar schlechter als der Mantel des Meidens, aber ich denke mal, das Ding hält aber länger. Auf jeden Fall ist er besser als die Rüstung, die ich gerade trage. Das heißt, der Trainingstracht ist er alle Male. Macht mich zwar nicht schneller, aber ist dann am Ende des Tages auch egal. Hey, Gerontios, du hast in Erfahrung gebracht, wie der Transmutationstisch gebaut wird. Eine brillante Leistung, lieber Mann. Einfach brillant. Dave, ich habe dir das niemandem erzählt, aber Ihnen ist es meine Enkeltochter, mein einziges noch lebendes Enkelkind. Als ich die Erforschung der Seuche aufgab, passte sie mich dafür. Ich vermute, das ist der Grund für ihr Verhalten. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig oder falsch ist, zu versuchen, gegen die Krankheit zu kämpfen. Aber eines weiß ich, DF. Ich darf nicht zulassen, dass meine geliebte kleine Enkelin stirbt. Vielleicht bin ich selbstsüchtig, vielleicht bin ich töricht, aber ich bin ein Mensch. Ein selbstsüchtiger, törichter Mensch. Bitte hilf mir, wir müssen tun, was auch immer nötig ist, um meine Ines zu retten. Okay, neben Sam. Den mampfen wir direkt. Warte. Göttliches Gebräu, ein gesegnetes Gebräu, welches das Unheilbare zu heilen vermag. Das ist das, was Ines braucht. Erstmal 5 KP, LP, was auch immer. Göttliches Gebräu, Heiligenblatt, 5 brauche ich davon. Okay. ADF, du hast die Formel für das göttliche Gebräu herausgefunden. Dass du die Formel des göttlichen Gebräus herausgefunden hast, war wirklich eine reife Leistung. Diese Tinktur sollte nicht nur beinahe jede Krankheit kurieren, sondern ich wage auch zu behaupten, dass sie Rimulda von dem Gift reinigen kann und in das Land durchdrungen ist. Aber eines nach dem anderen, junger Mann. Wir müssen uns das Heilmittel herstellen und meine Ines retten. Die entscheidende Zutat des göttlichen Gebräus ist das Heilige Blatt oder Heiligblatt, eine Blume, die einst um den Stamm des Wettenbaums herum prächtig gedieh. Leider ist Yggdrasil inzwischen dazu vollkommen verkümmert und leblos. Die Pflanzen, die um ihn herum wuchsen, sind schon vor langer Zeit eingegangen. Aber noch besteht Hoffnung, dem großen Weisen Talamus soll es gelungen sein, einzelne Exemplare dieser heiligen Pflanze zu retten, um sie an künftige Generationen weiterzugeben. Der Schlüssel zu seinem Tresorraum ging vor unzähligen Jahren verloren, aber wenn es dir gelingt, einen neuen Schlüssel herzustellen, könnten wir das Heiligblatt in unsere Besitz bringen. Hier, ich flehe dich an. Du musst einen Weg finden, die Tür zu Talamus Tresorraum zu öffnen. Dann wirst du in der Lage sein, das Heiligblatt zu beschaffen, das wir brauchen, um das Heilmittel für ihn herzustellen. Es wurde auf dem Kompass eingezeichnet. Ich denke mal, das zeigt mir da an, wo ich auch gerade eben war. Aber ich rede nochmal mit Gerontius. Dev, hast du das Heiligblatt, das wir für ihn das Arznei brauchen, immer noch nicht beschaffen können? Das letzte noch lebende Exemplar wurde in Talamus Tresorraum weggeschlossen. Dieser lässt sich nur mit einem besonderen Schlüssel öffnen. Leider ging der Schlüssel vor langer Zeit verloren. Du hast keine Wahl, als einen neuen herzustellen. Bestimmt kannst du ihn aus einer Art Metall schmieden. Wie auch immer, du darfst keine Zeit verlieren. Begib dich durch das grüne Teleportal, junger Mann, und kehr mit dem Heiligblatt zurück. Ich meine, ich habe einen Schlüssel.
Aber ist das auch ein richtiger Schlüssel für dieses Schloss? Wir versuchen es auf jeden Fall. Ich esse mir noch so ein Fischstäbchen. Oder Fisch am Stäbchen, besser gesagt. Ich hätte mir vielleicht noch eine Falkenklinge bauen sollen, weil die geht hier so langsam den Bach runter. Ja, das, ja hier, warum stirbt? Gib mir deinen Brocken. Hier, du bist mir egal. Dass ich nicht auf der Karte gucken kann. Oder vielleicht kann ich auf der Weltkarte gucken, wo ich lang muss. Aber erstmal gehen wir hier. Ja, ich muss runter, weil... Habe ich noch? Ja, ich glaube, ich habe die Stiefel noch an. Ne? Hätte ich jetzt auch herausgefunden, wenn nicht. Um ehrlich zu sein. Wir holen uns nochmal das Gold aus der Wand. Mittlerweile geht die Steuerung ganz schön gut von der Hand, finde ich. Am Anfang war ich ja ein bisschen nicht warm geworden mit der Steuerung, um ehrlich zu sein. Und da bin ich nicht der Einzige. Ich habe jetzt hier und da mal ein paar Let's Plays angeguckt. Jetzt noch immer noch keins gefunden, dass ich länger gucken werde. Aber... Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall... Da bin ich nicht der Einzige, der die Steuerung am Anfang ein bisschen, sagen wir mal, merkwürdig fand. Weil heißt es springen, X ist Menü und bestätigen. Und Dreieck ist angreifen und Viereck ist Items. Also Viereck Items ansetzen ist ja irgendwie nicht so das Schlimmste von der Welt, aber die anderen Knöpfe sind irgendwie voll doof. Also ich würde auf X springen machen, auf Viereck angreifen. Auf Kreis, also auf X, also X springen. Angreifen auf Viereck. Auf Kreis, auf X auch bestätigen, also springen und bestätigen. Kreis würde dann Items benutzen und Dreieck wäre das Menü, was ziemlich typisch ist für RPGs, sage ich mal, dass auf Dreieck das Menü ist. Und auf Viereck angreifen, das ist eigentlich ziemlich normal, würde ich einfach mal behaupten wollen. Und hier ist das eben nicht normal. Ich weiß nicht, wie das dann im nächsten Teil sein wird. Ich habe jetzt den Transmutationstisch mitgenommen, sehe ich gerade. Ich gehe mal... Ich gehe gerade voll in die falsche Richtung, sehe ich. Egal. Ich guck mal, ob hier oben was ist. Ist mir ein paar gebratene Bonbon oder gekochte. Und dann gehen wir mal hier hoch. Oh, das hat sich auch gelohnt, hier die Kacke einzureißen, weil hier ist ja tatsächlich eine Truhe versteckt. Ach, das war ein Lebenssamen. Ausrüstung nicht, sondern Gegenstände. Dann lege ich erstmal alles weg, was ich nicht so brauche. Den Tisch werde ich erstmal behalten, würde ich sagen. Und dann nehmen wir den Lebenssamen. Naschen den. Ist denn über mir dann noch mehr oder was? Das dann hier so mit Items. Hier komme ich nicht weiter. Also. Okay, da ist nur ein Baumstamm. Den brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ja meine guten Schuhe an. Deswegen kann mir nichts passieren. Warte, hier, das ist eine Balliste. Die hätte ich gerne. Dann brauche ich weniger zu bauen. Lesen. Hier steht ein altes, verwittertes Schild mit der Aufschrift Befehle für Ballistenbediener. Scheint sich um die Bedienungsanleitung einer Waffe zu handeln, möchtest du sie lesen? Ja, pff. Wieso nicht? Ritter von Rimula, wenn wir den Hades-Kondor nicht töten können, ist unsere Heimat verloren.
der verdrießliche Fotograf aus der Luft an, was ihn zu einem wahrlich schwierigen Widersacher macht. Da haben wir mächtige Ballisten geschaffen, sodass wir imstande sein werden, uns gegen ihn zu Wehr zu setzen. Sobald der Feind in sich kommt, haben Ritter in Kanoniersdienst umgehend die Burgmauern zu erklimmen. Nur wenn der Kunde auf die Höhe der Balliste herabsteigt, haben wir eine Chance, ihn damit zu treffen, um die Bestie zum Absturz zu bringen. Ich bitte für euren Sieg, wenn unsere letzte Schlacht bleibt. Möge die Göttin uns alle behüten. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gelesen. Okay. Ich dachte, die könnte man auch irgendwie bewegen, aber scheint mir nicht so zu sein. Was ist jetzt denn hier? Untersuchen. Hier liegt ein altes Tagebuch, möchtest du es lesen? Der Haar des Kunde wirkt einen Zauber, den ich nie vorher gesehen habe, obwohl mir gesagt wurde, es handelt sich um einen sogenannten Knaller. Dieser üble Zauber ruft einen tosenden Wirbelsturm herbei, der selbst die schwersten Objekte mit brutaler Gewalt durch die Luft schleudert. Wenn jemand außerhalb der Festungsmauer von diesem Zauber erfasst wird, würde er mit Sicherheit noch hoch in die Luft geworfen und vielleicht sogar ums Leben kommen. Doch selbst die Festung kann uns nicht retten, der Sturm würde uns im Inneren herumschleudern, wir würden mit den Köpfen gegen die harte Steindecke schlagen. Obwohl mich beide Aussichten mit Furcht erfüllen würden, würde ich lieber gegen die Mauern unserer Festung geschmettert als Göttin weiß wohin katapultiert. Sollte der Hadeskunde sich erneut nähern, so werde ich ihn ins Innere zurückziehen und das Ende des Sturms abwarten. Es scheint, dass die Augenzeugenbericht über den Kampf gegen den Hadeskunde hier muss vor langer Zeit ein großer Krieg getobt haben. Tschüss. Ja, komm doch her. Okay. Es wird wahrscheinlich dieser Ort sein, den wir da gefunden haben. Und dann muss ich nochmal auf die anderen Inseln, es waren, glaube ich, drei Rätsel machen.